Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Wir haben es endlich geschafft, wir sind in 1000 Nadeln. Ganz schön dunkel hier. Ja gut, ist auch kurz vor 10. Kein Wunder. Wir nehmen mal erstmal hier alle Quests an. Das sind ganz schön viele Ausrufezeichen, die ich hier sehe. Anak Grimtotem. Erschlagt Anak Grimtotem und bringt den Beweis eurer Tat zu Klippenbehüter Langhorn im Freiwindposten. Okay, ich bekomme dafür Leder und schwere Rüstung. Das bringt mir beides nichts. Wir nehmen trotzdem die Quest an. Eine andere Lösung. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Sammelt 2 Handvoll reinigende Erde von den donnernden Felskloppern und bringt sie zu Wislo Lagerputzer beim Weißgipfelposten. Wo ist denn der Weißgipfelposten? Keine Ahnung. Finden wir vielleicht noch raus. So, hier läuft noch einer. Der hat gerade 2 Quests. Grüße. Befriedigung der Zentauren. Töte 12, Speer der Galak, 10 Zenker sowie 6 Windjäger und kehrt dann zu Klippenbehüter Langhorn am Freiwindposten zurück. Seid vorsichtig. Und der Stammbaum bringt den Bericht von Klippenbehüter Langhorn zu Nataga Langhorn am Geistwandlerposten in Desolace. Habt günstige Wind. Oh, da waren wir doch schon mal in Desolace. Vielleicht können wir da einfach hinfliegen. So, hier gibt es noch irgendwie noch mehr fremdartiges Ei. Gibt es hier irgendwo noch? Hier, jener. Bringt Hader Blitzhuf am Freiwindposten das fremdartige Ei. Wir sehen uns wieder. So, hier vorne gibt es auch noch ein bisschen was. Winterreiter. Bringt Elu am Freiwindposten 10 Eier von Steilhang Flügeldrachen. Mach ich. So, und irgendwo müssen wir doch noch die Quest abgeben. Wir haben doch in der letzten Episode diese Fiole gefunden. Ist das da in dieser Hütte? Ja. Mal schnell hier hinter. Zu Rau Klippenläufer. Seid gegrüßt. Genau. Oh, da gab es ein Level Up. Sehr schön. Holt den gespaltenen Huf für Rau Klippenläufer im Freiwindposten. Das mache ich. Frieden. So, dann vergeben wir erstmal hier so ein Pünktchen. Wieder bei Feuer. Und ich gehe mal hier bei kritischer Masse weiter rein. Genau. So, da haben wir alle Quests. Die Karte sagt, wir haben viel zu tun. Wir holen uns erstmal hier dieses Ei. Da gibt es 2 mögliche Punkte, wo das erscheinen könnte. Danach holen wir uns Test des Glaubens und dann gehen wir hier einmal durch diese Galax durch. Hier ist dann auch so eine Hütte, da finden wir den gespaltenen Huf. Das machen wir und ich glaube, dann neigt sich die Episode auch schon dem Ende. Da haben wir ordentlich was zu tun. Auf geht es. Und ich musste langsam mal zusehen, dass ich hier noch ein bisschen Eisen und so finde. Denn ich hatte gemerkt, als ich mit meinem Tank unterwegs war, mir wurde ständig die Einhandwaffe gemopst beim Tanken. Ich brauche unbedingt so eine Waffenkette und dafür brauche ich aber ganz viel Eisen. Und ja, vielleicht finden wir das ja hier. Wir schießen erstmal hier dieses Tierchen an. Da drüben ist auch dieses fremdartige Ei, was wir brauchen. Die geben ja noch nicht mal Erfahrung. Okay, interessant. Ich glaube, jetzt eben hat dieser Dot diesen Buff getriggert. Deswegen ist er plötzlich umgefallen. Ja, tolle Sache, so ein Dot. Da haben wir das Ei. Ach komm, ich laufe hier weiter und gebe mal noch diese Quest da ab. Pestflecken-Kleffer läuft hier rum, okay. Da gehen wir mal ringsrum. Brauchen wir alles nicht, aber jene da brauchen wir. Ich kann mir gut vorstellen, dass die immun gegen Feuer sind. Ich muss nicht. Ich schieß mal hier mit Eis drauf. Das ist zu weit entfernt. Noch nicht, weil zu weit weg ist. Fuck mich dieser Puma da. Jetzt aber. Testen? Ach doch, nicht immun. Ja, dann hätte ich da auch mit Feuer drauf schießen können. So, den beseitigen wir mal, damit ich hier an das Kupfer rankomme.
Ja, und da fällt mir gerade ein, ich habe ja schon seit Ewigkeiten, dass ich mal einen neuen Zauberstab brauche. Ich hätte mal im Auktionshaus gucken können, ob ich einen finde. Nein. Vielleicht mache ich das nach dieser Episode mal. So, wie komme ich denn am besten da hoch? Kann ich hier einfach... Nein, kann ich... Ah, ich kann von hier unten. Sehr schön. Schießen wir jenen mal noch ab. Damit ich halt hier durchkomme. Ich will nämlich zu diesem Elementar da hinten. Hier auch mit Feuer drauf schießen. Also ich könnte eigentlich auch mal meinen Pyroschlag wieder benutzen. Da war ja was. Ich komme hier nie ran. Komme ich hier hoch? Ja. Da haben wir beide gereinigten Erden. Schnell hier vorbeigehoppelt. Ist noch einer, die brauche ich nicht mehr. Verdammt. Lauf schneller, kleiner Gockel. So, hier muss ich die Quest abgeben. Kraft und Ehre. Quest beenden. Tötet 5 Sility zur 5 Sility Schwarmdrohnen. Okay, das wollte ich eigentlich nicht annehmen, weil das ist hier unten da. Das machen wir viel, viel später, das Gebiet. Gut, 18 vor 25 kann ich auch lassen. Den da hinten brauche ich. Ach, ich hatte gehofft, ich kann um den ringsum laufen. Nix war's. Lass mich doch in Ruhe. Ein bisschen nach hinten gucken, nicht, dass mich was angreift. So. Einmal mit dem Pyroschlag da drauf. Nichts. Ein bisschen Silber gab es, aber nicht das, was ich wollte. So, wo sind wir denn hier? Ja, komm, ich reite hier einfach hier an der Seite entlang. Da finde ich vielleicht noch mehr solche kleinen Nager. Das ist keiner, das ist ein Puma und da ist noch so ein Elementar. Ah, ja, jenen wollte ich. Jetzt verfolgt er mich. Sehr schön. Da ist er umgefallen. Na, müssen du wohl das Ding ins Nehmen? Da haben wir die Erzprobe. Das ging schnell. Es dauert mitunter viel, viel länger, bis man diese Erzprobe gefunden hat. Ich habe hier schon Ewigkeiten in diesem Gebiet verbracht und diese Lager da gejagt. Und keiner hatte diese dämliche Erzprobe dabei. Und diesmal gleich beim zweiten, das ist ganz toll. Ja, da geht es doch ruckzuck. Schon eine Quest abgegeben, ich hänge hier fest. Und zwei schon fertig. Wenn wir hier durch. Mich greift auch nichts an, das ist gut. Oh, hier ist noch mehr Zinn. Meins. Ja, in 1000 Nadeln gibt es mitunter sehr, sehr viele Erze. Ich habe immer das Gefühl, dass das Gebiet nicht sehr beliebt ist bei irgendwelchen anderen Spielern. Ich finde es gar nicht so schlimm. Es gibt da echt Gebiete, die mag ich viel, viel weniger, wie ja, Eschental, Steinkrallengebirge. Das hier ist eins der angenehmeren, finde ich eigentlich. Aber offensichtlich bin ich da recht allein mit dieser Meinung, deswegen freue ich mich hier über das ganze Erz, was keiner abbaut. Außer ich. Komme ich hier vorbei? Ja. So, dann müssen wir einmal hier hoch. Denn da ist eine Quest. Erst hole ich mir das Silber. Silber? Das ist was ganz Seltenes. Gab leider keinen Skillpunkt beim Abbauen, aber
Silber ist fein. Das lasse ich auf keinen Fall hier. Ach, schau mal, hier ist jemand. Ich bin doch nicht ganz alleine. Test des Glaubens. Wenn ihr festen Glaubens seid, dann springt von den Planken über 1000 Nadeln. Die ewige Sonne euch bescheine. Jetzt wurden wir hier hoch teleportiert und wir müssen hier runterhoppeln. Wo sind wir denn eigentlich auf der Karte? Hier ganz hinten, okay. Ja, alles ziemlich hoch hier. Jo. Dann tun wir mal wie uns befohlen und hoppeln hier runter. Aufgabe abgeschlossen. Ja, da freut er sich, der Dornebenpirscher. Was führt euch hierher? Bringt Krenkas Glaue zu Dornebenpirscher in 1000 Nadeln. Die Vorfahren euch schützen. Ich überlege gerade, wer Krenka ist. Ist der hier irgendwo? Nö. Hier. Ah, das war ein Harpien. Ja, 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 ja. Sehr viele Harpien auf einer Stelle. In einer Höhle. Die mal wegrennen und mit mehr Harpien zurückkommen. Ich bin da schon sehr, sehr oft gestorben in dieser Höhle. War aber auch jedes Mal ein niedrigeres Level, bei dem ich da rein bin. Aber erstmal kümmern wir uns hier um diese Zentauren. Level 24, das ist ja gar nichts. Einmal mit dem Pyroschlag da drauf. Ja, und wir kämpfen uns jetzt einfach ganz langsam bis zur Höhle vor, in die wir eh rein müssen. Die ist hier vorne irgendwo. Wir müssen ja auch einige Zentauren töten. 28 an der Zahl, mindestens. Ich glaube, da hat der Zauberstab diesen tollen Buff da getriggert. Wir machen zusätzlich 330 Schaden. Hier ist Zinn. Das nehme ich mit. Ich greife doch keiner an dabei. Ja, die wissen schon, was besser für sie ist. Lass den Bierkasten mal das Zinn abbauen. Vielleicht haut er auch schnell wieder ab. Aber nein, nichts da. Ich muss ihm noch ein paar abschießen. Du bist der Nächste. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich hätte vielleicht noch ein bisschen eher hierher gehen sollen. Die sind ganz schön niedrig vom Level her. Und davon sehe ich noch einen Erz auf der Minimap. Wir bewegen uns mal dahin, so ganz langsam. Noch mehr Zinn. Ist richtig viel Zinn. Toll. Toll, toll, toll. Und hier ist der Eingang der Höhle, von der ich gesprochen habe.
Wir sind ja doch schneller als gedacht, dass wir hier hinkommen. Oh, instant umgefallen. Auch nicht schlecht. Ich wollte ihm eigentlich noch das Mana abzapfen, aber so weit kam ich gar nicht. Ach, und ich wollte Pfosten. Ich habe meinen Ruhestern noch immer in Tarantin wieder. Ah. Ja gut, dann müssen wir hier wieder zurückreiten, sobald wir die Quests hier abgeschlossen haben. Eine Windtetzerin, da brauche ich auch noch eine von. So, jetzt nicht mehr. Upsala. Falscher Zauber, ich hänge hier in der Ecke fest. Gerade meinen Feuerschlag überstanden? Ich weiß es nicht. Ein Level 25 widersteht mein Feuerball. Das war nichts. Da ist er weggerannt. Dann nehmen wir halt jene hier. Ich wollte eben schon sagen, der hält aber viel aus. Und dann hat dieser Waffe wieder getriggert. Und da hielt er plötzlich doch nichts mehr aus. So, einen schieße ich noch ab. Nichts mehr abschießen. Da kommt eine Patrouille. Nicht was er beizaubern, trinken. Einmal. Oh, und da drüben ist Eisen. Ich glaube, das kann ich noch nicht abbauen. Ich bin außer Reichweite. Da fällt er um. Sehr schön. Du bist der Nächste. Schöner Crit. Ein sehr, sehr schöner Crit. Ich muss näher ran. Oh, eine Truhe. Die will ich haben. Die hole ich mir gleich. Okay, meine Truhe. Mal schauen, was wir da drin Feines finden. Melonensaft und Mana-Tränke. Auch noch schwache Mana-Tränke, das bringt mir irgendwie alles nichts. Zwei Silber, Das war so ziemlich das Tollste, was ich da drin hatte. Na gut. Will ja nicht meckern. Besser als gar nichts.
Und hier oben ist noch viel, viel mehr Erz. Noch mehr Eisen. Das wäre ärgerlich, wenn ich das nicht abbauen kann. Ich befürchte, ich kann es nicht abbauen. Ich bin schon fast sicher. So, jener noch und dann muss ich wieder trinken. Okay, weiter geht's. Oh, ich kann es doch abbauen. Ich kann es doch abbauen. Sehr, sehr gut. Aus irgendeinem Grund kann ich es zwar nicht verhüten. Ach doch, ich kann es auch verhüten. Nein, nun. Habe ich das eben komplett verwechselt mit den Bergbaufähigkeiten meines Kriegers? Denn der kann das definitiv nicht. Ich habe hier... Der will was von mir da hinten. Ich bin außer Reichweite. Meiner hier ist umgefallen. Und das könnte sogar einen Skillpunkt geben. Und da ist er. Sehr schön. Mithril haben wir dann hier vorne noch. Das kann ich natürlich nicht abbauen. Ich glaube, auf 165 muss ich dafür kommen. Ich habe mal geschaut. 175 sogar. Na gut. So, jetzt muss ich hier irgendwie die beiden da bekämpfen. Vorher muss ich hier mal heil runterkommen. Ohne die halbe Instanz zu pullen. So, so ist das gut. Hier stehe ich sehr gut. Perfekt. So, wo ist denn... Da ist das... Ja, ich schieße den hier mal ab, damit ich an das Eisen rankomme. Nein, nicht verstecken. Verstecken ist gemein. Okay. Schnell das Mana auffüllen. Dann gehe ich mal hier auf maximale Distanz. Ah, da werde ich die beiden nicht sehen, oder? Nein. Ja, dann von hier. Ich habe mir überlegt, ich werde den einen dann zum Schaf machen. Okay. Mal sehen, ob ich das Schaf treffe. Oder ob das im falschen Moment gerade von der Klippe runterläuft. Ah, perfekt, 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 perfekt. So muss das sein. Und die geben sogar Erfahrungspunkte. Endlich mal. Da sehe ich gerade, meine Buffs laufen aus. So. Schnell mal aktualisiert. Ich habe auch noch ein bisschen Bonuserfahrung. Das ist jetzt nicht viel, aber wir nehmen alles, was wir kriegen können. Und zusätzlich die 10% Erfahrung gab es ja hier auch irgendwo, genau. Der Tanz um den Sonnenbaum gibt 10% mehr Erfahrung. Das muss ich dann auch irgendwann mal wieder erneuern. Noch und danach muss ich wieder trinken.
So, der ist auf maximaler Distanz. Der kann aber selbst auch recht weit schießen. Verblüffend. Das ist zu weit entfernt. Der hat sogar Erfahrung gegeben. Das ist ein Level 27er und dann nun. Das sind alle 27er, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hier umso besser. Jetzt versteckt er sich, oder? Ja. Verstecken ist blöd. Mach das mal nicht. Jetzt geht er noch einen Schritt weiter, natürlich. Lass das mal. Jetzt ist er wieder weg. Widerstanden, das ist blöd. So, ich möchte doch nur hier wieder raus aus dieser Höhle. Ups, da steht noch einer dazwischen. Den nehmen wir auch mit. Also ist ja nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Ihn einfach rauslassen könnte. So, dann haben wir wieder diese Patrouille. Das heißt, wir lassen die mal kommen und trinken ein bisschen. Na, jetzt. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird wieder knapp. Ach, doch. Funktioniert aber. Ich befürchte, ich habe jetzt beide gezogen. Ja. Oh, da ist noch einer. Und da kommt noch einer. Natürlich. Immer mehr. Immer ran mit euch. So. So. Der eine ist doch hier abgehauen, oder? Ja, hier unten liegt er. Ich habe noch Glück gehabt, dass er den da nicht mitgezogen hat. So, essen, trinken. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran, damit ich dann direkt von ihm das Mana zapfen kann. Hier per Mana-Durst. Ich überlege gerade, welches Mana. Der hat nämlich keins. Dieser da hat Mana. So, da ist ein Speer. Davon brauchen wir ja noch 7. Hallo? Ein Zenker. Brauchen wir 5 noch davon? Und da ist Zinn. Suche ich mir hier danach direkt. Na gut, nicht ganz so direkt, aber ich bin auf dem Weg dahin.
Dich brauche ich auch. Du bist der Nächste. Und dann nach dieser Zenker da und ja, hier sind ja noch einige. Wir sollen langsam aufhören, hier weiter nach Westen zu gehen. Und irgendwann ist das Camp vorbei. Es geht nicht mehr weit. So, sollte das funktionieren? Ja, wenn ich Pech habe, ziehe ich jetzt beide. Aber das sollte kein großes Problem sein. Nö, den interessiert es gar nicht, okay. Ich schieße ihn trotzdem mal ab, weil ich jetzt gleich dahin muss. Fällt ihn der mal um? Jetzt. Jenen noch und jenen, und dann hätte ich auch alle Zenker fertig. Da brauche ich nur noch 3 Speer danach. Da drüben sehe ich noch Erz, noch mehr Zinn. Geht langsam das Mana aus. Sehen, ich schieße ihn einen noch ab und dann hole ich mir das Zinn. Oh, meine Buffs laufen auch aus. Also die 2 Bonus-Buffs an dem Event. Mein Zinn. Ich habe hier noch einen Speer erspäht. Danach brauchen wir noch einen und irgendwie sehe ich hier gerade keinen. Oh, der ist direkt umgefallen. Das ist sehr gut für meinen Mana. Dann gehe ich mal auf den Gockel hier und suche mal noch ein bisschen. Ich brauche noch einen Speer. Du bist keiner. Auch keiner. Du auch nicht. Hier ist einer. Komm mal her, hier. Oh, ein schöner Crit. Da hätten wir es. Da hätten wir es. Einmal auf den Gockel. Genau, das ganze Gebiet hier ist jetzt abgeschlossen. Dann reiten wir mal nach Hause. Ich muss unbedingt in der Kneipe dann sagen, dass es meine Heimatkneipe ist. Ja, da drüben ist es ja schon. Das ist direkt um die Ecke. Das heißt, das wäre ohnehin zu schade, um den Ruhestein gewesen, ihn jetzt zu benutzen. Und ich frage mich so ein bisschen, wo das Feuerchen ist. Ist das hier unten? Nö. Aber hier muss es eins geben. Ich habe auch diesen Buff da. Ich weiß es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde es im Verlauf der nächsten Episoden erfahren. So, wir geben erstmal alles ab. Was führt euch hierher? Befriedigung der Zentaurin, genau. Folgequest: Sucht die 3 geheimen Notizen im Düsterwolkengipfel und bringt sie zurück. Und das gibt Schultern, die aber ganz minimal besser sind als meine.
Eine Rüstung mehr und einen Willenskraft mehr. Der Rest ist identisch. Aber ich nehme das mal an. Wieder. Muss ich hier drin was abgeben? Ja. Mögen euch der gespaltene Hof. Ach ja, die heilige Flamme war das. Hier gibt es einen Bogen und... ja, Leder. Tut mir bald jetzt nichts. Der Erdenmutter. Das hat man nicht mal eine Folgequest. Was führt euch hierher? Geht. Dann haben wir hier noch eine Quest. Das fremdartige Ei. Da hast du das Ei. Berichtet mutiger Feuermähne von euren Entdeckungen. Was passiert denn hier? Die Vorfahren durchschützen. Elite? Kann ich aber nicht angreifen. Junger Arikara. Was war denn das? Der hat den Hund getötet. Das ist aber gemein. Und nun? Da verschwindet er. Ja gut. Der arme Wuffi. Ist aber nicht nett. Okay, wir müssen hier diese Notizen einsammeln. Genau. Dann haben wir hier noch zwei Quests, die wir hier abgeben können. Die wilde Schlange und eine andere Lösung. Ja, müssen wir hier irgendwie noch diesen Boten finden, der hier umherwatschelt in diesem Riesenareal. Genau, und hier oben, da gibt es noch endlich frei. Da weiß ich, das ist eine Escort-Quest. Vielleicht finde ich ja zufällig eine Gruppe, wenn ich da oben bin. Und diesen Arnak müssen wir auch da oben töten. Ja, das heißt, in der nächsten Episode werden wir dann hier einfach mal nach links gehen. Und ja, wahrscheinlich holen wir uns hier diese Notizen, den Arnak und machen die Escort-Quest. Hab da wenig Hoffnung, dass wir die schaffen. Ich hab's ja nicht so mit der Escort-Quests, aber ich versuche es einfach mal. Ja, soviel dazu. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von World of Warcraft in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.